Wie Saudi-Arabien Fußball ruiniert. Ach du meine Güte. Schon wieder diese FußballspielerInnen. Aha. Ist das das Tor zur Hölle? Twitch Prime is not a crime. Aha. Schreiben das Jahr 2034. Oh Gott. Ach, das ist eine Fußball... Das ist eine Arena auf dieser komischen Linie. Die Fußball-WM in Saudi-Arabien steht an. Oh Gott. Du freust dich schon seit Ewigkeiten auf das Turnier. Ja, genau. Ich freue mich ganz... Oh mein Gott. Das erste Mal bist du live vor Ort dabei. Die Atmosphäre ist überwältigend. Spektakuläre Stadien, frenetische Fans aus aller Welt, kostenlose Konzerte und Partys, Restaurants, Boutiquen und Luxusbars. Dein Hotel befindet sich in der spektakulärsten Stadt der Welt, The Line. Oh mein Gott, weißt du, ich finde es manchmal schon ziemlich unterhaltsam, dass die in Saudi-Arabien so verzweifelt nach Exits für ihre beschissene Lage in der Mineralölindustrie suchen, dass die so Besowski sind, dass die The Line konzipieren. Kennt ihr The Line? Also dieses dystopische Idee einer voll verspiegelten, geraden Strecke im fucking, irgendwo im Staub. Ey, das ist wirklich, ach du Scheiße, Alter, wirklich. Also, meine Güte. Einer 170 Kilometer langen Bandstadt am Roten Meer mit 9 Millionen Einwohnern. Sie ist 200 Meter breit und besteht aus zwei 500 Meter hohen Wolkenkratzern, die sich parallel zueinander durch die Wüste ziehen. Richtig gut. Hier befinden sich auch einige der modernsten Fußballstadien der Welt. Die Saudi Pro League hat schon vor Jahren zu La Liga und der Premier League aufgeschlossen. Die Bundesliga schwächelt. Ja, ja, ja. Kennst du die anderen 11 Neonplanungen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, wo ich mich sehr intensiv mit auseinandersetze und gucke, ist, dass ich mich aus jeglichen Parallelinvestitionen im E-Sport raushalte, weil diese kleinen Pendejos aus die Saudis überall ihre öligen Finger drin haben. Bruder, es ist wirklich, du denkst so, oh mein Gott, hier, die wollten, die haben die schmierigen Finger mit League of Legends, Counter-Strike, alles da, überall haben die ihre Finger im Spiel. Das ist richtig, richtig unangenehm. Eieieiei. Saudi-Arabien trumpft mit internationalen Topstars auf. Die Stadien sind voll, die TV-Übertragungen boomen und die Trikots der SPL verkaufen sich auf der ganzen Welt. Aha. Im Auftaktspiel tritt Saudi-Arabien gegen Deutschland an. Du trägst das Trikot deines Lieblingsspielers Erling Haaland. Der läuft seit über 9 Jahren für deinen Lieblingsclub Al-Hilal auf. Schade, dass dein bester Kumpel und sein fester Freund nicht mitkommen konnten. Du überlegst kurz, was dazu zu tweeten, tust es dann aber lieber doch nicht. Saudi-Arabien besiegt Deutschland 1:0. سوف تكون النهضة القادمة في العالم 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين. هذه حربي. اللي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم. Das ist der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. Seit über 5 Jahren zeichnet er fantastische Bilder eines modernen, progressiven Saudi-Arabiens. Progressiv. Seit 2 Jahren dürfen in Saudi-Arabien die Frauen jetzt auch einen Führerschein machen. Er wirft mit Geld um sich. Billionen von Euros fließen in spektakuläre Infrastrukturprojekte, erneuerbare Energien, Tourismus und Kultur. Sport und vor allem Fußball spielen dabei eine wichtige Rolle. Katastrophe, Digga. Katastrophe, wirklich. Cristiano Ronaldo wechselt nach Saudi-Arabien. Benzema als Nächster. Spanischer Supercup findet erneut in Saudi-Arabien statt. Saudi-Arabien, einziger Bewerber für Fußball-WM 2034. Bin Salmans Plan ist komplex, teuer und riskant. Das Land hatte lange einen Freifahrtschein auf der internationalen Bühne, denn der Westen war lange auf das Öl Saudi-Arabiens angewiesen. Aber was passiert, wenn das nicht mehr da ist? Doch dem Kronprinzen läuft die Zeit davon.
Es geht um nichts weniger als seine Macht. Die hängt heute irgendwo zwischen glitzernden Großveranstaltungen, Weltoffenheit und Moderne auf der einen Seite und erzkonservativen, radikalen Werten auf der anderen Seite. Kriegt der Prinz das alles unter einen Hut? Wird er es rechtzeitig schaffen, seine ambitionierten Pläne umzusetzen? Warum investiert er ausgerechnet in Fußball? Und kann man mit Geld wirklich alles kaufen? Ja, also ich... Ja, also ich sage ja, dass es sind zu viele Sachen davon abhängig, genauso wie E-Sport und gerade Counter-Strike komplett Glücksspiel verseucht sind und über die Jahre es immer schlimmer wurde und nicht besser tatsächlich, es ist eher immer schlimmer geworden. Das mündete in so einem Kleinkrieg auf einem Major-Turnier, das ist total Katastrophe. Ich denke mir manchmal, Alter, ich würde gerne mal wieder Counter-Strike spielen. Aber die Leute, die groß in Counter-Strike sind, sind irgendwelche glücksspielsüchtigen Skin-Gambling-Andys. So wirklich, damit müsste eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Es sind irgendwelche Glücksspiel-Kekos, die ihre Existenz darauf aufbauen, dass sie halt wissen, wo, in welcher Kiste was gezogen wird. Und du denkst dir, das ist das Einzige, was in der Größenordnung irgendwo relevant ist. Alles, was Counter-Strike spielt, naja, neben den Pros, meh. Ich kann mit gutem Gewissen nicht mal mehr einen Major gucken, weil ich die ganze Zeit denke, boah, Alter, es ist wirklich so ein verseuchter Saftladen, ne? Oh, sehr unangenehm. Dabei ist das so ein cooles Spiel, ne? Oh Mann, ey, das ist so ein cooles Spiel. Counter-Strike ist so ein geiles Game. Es gibt so positive Auswirkungen durch den Kauf der Saudis. Wir lieben und die es. Die Todesurteile haben sich seit der Machtübernahme des Kronprinzen fast verdoppelt. Ein Spieler nach dem anderen aus den europäischen Top-Ligen konnte nicht widerstehen. Benzema, Neymar, Koulibaly, Mahrez, fast täglich ein millionenschwerer Transferfang auf dem saudischen Beutezug. Was durch diese Investments gekauft wird, ist das Schweigen. Mohammed bin Salman gilt als de facto Herrscher über das autokratische Königreich Saudi-Arabien. Er ist zwar noch nicht König, steuert und kontrolliert aber schon heute die Politik in dem Land. Er ist nicht nur jung und unfassbar reich, er ist auch zielstrebig. Sein Weg an die Macht ist kurz, steil und schmerzlos. 2015 wird er von seinem Vater, König Salman, zum Verteidigungsminister ernannt. Okay. 2017 wird er Kronprinz und verdrängt dafür den designierten Thronfolger, sein Cousin Mohammed bin Nayef. Im selben Jahr sperrt er 200 hochrangige Politiker und Unternehmer in ein 5-Sterne-Hotel ein. Vordergründig geht es um Korruptionsvorwürfe. Others saw it as a way for MBS to eliminate his potential rivals in a quest for power. 2022 wird bin Salman offiziell Premierminister. Doch die Macht des Prinzen ist trotz seines großen Reichtums nicht unumstritten. Er steht vor einem großen Problem. Die Herrschaft der saudischen Königsfamilie basiert vereinfacht auf zwei wichtigen Deals. Der erste stärkt ihre Macht im eigenen Land. Seit etwa 300 Jahren gibt es eine Allianz zwischen dem Königshaus und einer erzkonservativen religiösen Gruppe, den Wahhabiten. Der Wahhabismus predigt eine radikale, wortwörtliche Auslegung des Islams. Oh. Die saudische Königsfamilie erkennt diese strenge Form des Islams seitdem als einzig wahre Religion an. Oh, Religion in der Politik, wirklich giga-cringe, ey. Im Gegenzug unterstützen die religiösen Eliten die uneingeschränkte Herrschaft des Königshauses. Der zweite Deal stärkt Saudi-Arabiens Wohlstand und Ansehen in der Welt. In the early 1930s, King Abdulaziz agreed a concession with oil pioneers to search for the riches they were convinced lay beneath. Die USA helfen Saudi-Arabien ab den 30ern und 40ern bei der Erschließung und Verwaltung ihrer gigantischen Ölfelder. Sie gründen gemeinsam die Arabian American Oil Company, kurz Aramco. Saudi-Arabien liefert dem Westen fortan Öl. Als Gegenleistung erhält das Land Geld, Waffen und Schutz.
Durch diese Handelsbeziehungen erlebt Saudi-Arabiens Elite einen beispiellosen Wohlstand. Bin Salman will also einerseits mit religiös begründeter eiserner Hand über das eigene Volk herrschen. Gleichzeitig sollen die Türen zum Westen offen bleiben. Er braucht beides, um seine Macht zu erhalten. Ja. Okay. Die Beziehungen zum Westen waren schon immer angespannt. Doch vor allem aufgrund der Öl- und Waffendeals wird stets ein Auge zugedrückt. Bei der Befreiung der Moschee durch saudische Truppen finden Hunderte den Tod. We're talking about the siege of the Grand Mosque in Mecca. It's the holiest site in the Islamic world. It came under attack from radical Islamists. 10 hours into this ground offensive, more than 5,500 prisoners have been captured. We know who planned it and who carried it out. The Biden administration is reviewing Saudi Arabia's connection to the attacks. 15 of the 19 hijackers were Saudi citizens. In one of the biggest mass executions in decades, Saudi Arabia executed 81 men on Saturday. She's accused of aiding dissidents seeking to disrupt public order and warned it was the longest prison sentence ever for a peaceful activist. Der saudische Journalist Khashoggi ist tot. Der Khashoggi war doch der, der in das Hotel gegangen ist und dann in glaube ich, 500 Stücken wieder rausgekommen. Nach Angaben der CIA hat der saudische Kronprinz die Tötung höchstpersönlich angeordnet. Olaf Scholz ist in die Golfregion gereist. Erster Stopp Saudi-Arabien. Schließlich geht es um ein heikles Thema. Eurofighter-Kampfjets. Lange hat Deutschland die Lieferung blockiert. Ist das cringe, Alter. Und das ist halt das Ding, ja. Alles Kohle. Alles Kohle. Saudi-Arabien scheint heute integrierter denn je in die Weltgemeinschaft zu sein. Das Land ist seit den 70ern der weltweit größte Erdölexporteur und gibt viel Geld für Waffen und Militär aus. Für den Westen bedeutet das lukrative Geschäfte. Doch die Abhängigkeit des Westens gerät ins Wanken. Die gesamte Welt bereitet sich auf die Zeit nach fossilen Brennstoffen vor. Ja. Und es wird auch wichtig, je unabhängiger man von fossilen Brennstoffen ist, was man in Deutschland und Europa, man befindet sich ja auf dem Weg dahin, E-Mobilität und alles Mögliche, das ist alles in diese Richtung. Ne? Kannst du so technologieoffen sein, wie du willst, aber das bewegt sich alles in dieselbe Richtung. Das schafft ja einfach nur die Realität, dass in Zukunft, in einer schrittweisen Zukunft, also ab 2035, ist es der Wegfall der Zulassung von Neufahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Und dann wird das sukzessive immer mehr geben, die halt Strom ohne jeglichen fossilen Brennstoff, Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor, also Neuzulassung natürlich und alles Mögliche. Ja, das wird uns unabhängiger von solchen merkwürdigen Akteuren auf dem Weltmarkt machen, wenn man das mal sehr vorsichtig ausdrückt. Ja? Russland zeigt, dass die Strategie Wandel durch Handel scheitern kann. Bin Salman muss seinen globalen Einfluss anders sichern. Und ihm läuft die Zeit davon. Oh ja. In Europa, die Jadida hier Schark al-Awsat. Okay. Saudi-Arabien soll unter dem Prinzen zu einem wichtigen Global Player werden. Das Zentrum der arabischen Welt. Drehscheibe zwischen Europa, Asien und Afrika. Er formuliert die Vision 2030 mit spektakulären Projekten. Oh komm, wenn ich das sehe, Digga. This is Neom, the vision for a new future. Bin Salman investiert gleichzeitig in etliche Unternehmen auf der ganzen Welt. Die Gelder für die gigantischen Investitionen kommen aus dem Public Investment Fund, kurz PIF. Er ist prall gefüllt und wird bis 2030 voraussichtlich der größte Staatsfonds der Welt werden. Allein 2022 fließen über 300 Milliarden Dollar aus Erdölgeschäften in den Staatsfonds. Doch mit dem Geld werden nicht nur Aktien gekauft und absurde Städte aus dem Wüstenboden gestampft. Apropos Investments und Rücklagen. Die meisten haben leider kein Scheichmoney zum Oh Gott, was ist jetzt der Finanzguru oder ist es
Unendlichen rausballern. Hast du den Überblick, wo dein Geld jeden Monat hinfließt und welches Abo im Hintergrund unnötig Kohle frisst? Finanzguru gibt dir den ultimativen Überblick über deine Finanzen. Du kannst all deine Konten mit der App verknüpfen. Vom Girokonto über die Kreditkarte bis zur Kryptobörse. All deine Einnahmen und Ausgaben werden automatisch und übersichtlich sortiert. Überflüssige Verträge und Abos kannst du direkt in der App kündigen. Man unterschätzt häufig, wo überall unnötig Geld abfließt. Haben die Saudis eigentlich einen Export neben Öl? Ja? Trashige Influencer. Die importieren sie vorher aber, um sie dann zu exportieren. Fließt und wie schnell sich das summiert. Über 1,5 Millionen Menschen nutzen die App bereits und sie ist komplett gratis. Weitere Features erhältst du mit Finanzguru Plus. Detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps und tiefe Einblicke in dein Kaufverhalten. Manage dein Geld smart und check, wo du noch sparen kannst. Als Neukunde kannst du Finanzguru Plus ganze 3 Monate gratis testen. Einfach App downloaden, Konto verknüpfen, auf dem Homescreen auf dein Profil klicken und den Gutscheincode GANG einlösen. Gang? Gang, Gang? Warum nicht Gang, Gang? Oktober 2021. Der Public Investment Fund kauft den Premier League Club Newcastle United für 373 Millionen Euro. Yassir Al-Rumayyan, ein enger Vertrauter Bin Salmans, wird Vorstand des englischen Vereins. Al-Rumayyan ist auch Vorstand der mittlerweile komplett verstaatlichten Saudi Aramco und neben Bin Salman der wichtigste Funktionär des PIF. Newcastle droht damals der Abstieg in die zweite englische Liga. Im Moment der Übernahme 2021 werden die Saudis von den Fans als Heilsbringer gefeiert. Schön. Die unerschöpfliche Geldquelle verspricht rosige Zeiten. Ja, weil es in Fußball eben mal nur um Geld geht. Huch, Überraschung! Ich bin überglücklich. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Es gibt so positive Auswirkungen durch den Kauf der Saudis. Wir lieben es. Next year championship is for Newcastle. Twitch Prime is not a crime. Oh, Fußball ist einfach giga cringe auch. Mein Gott! Keine 2 Jahre später spielt der Verein auf europäischem Top-Niveau. Now, for the first time in 20 years, Newcastle fans will be watching their team in the Champions League. Doch der Newcastle-Kauf ist nur der Auftakt einer gigantischen Sportoffensive des Kronprinzen. Milliarden fließen in die Formel 1, ins Boxen, in den Golfsport und den Fußball. Football, F1, Boxing, Golf. Ein Diktator, that really likes Golf, Formula One or Football. Seit 2021 hat der PIF über 6 Milliarden Dollar in Sport investiert. Das meiste davon fließt in den Fußball. Saudi Arabia's enormous resources, that is sloshing oil money, enticed Cristiano Ronaldo of Portugal, a generational star, to play for a team in Riyadh. Und jetzt kommt halt das Ding, ne? Wenn die mit den Scheinen wackeln, dann sind halt moralisch nicht integere Leute und tendieren halt dazu, einfach zu sagen, na klar, wenn du mir 500 Millionen gibst, dann komme ich natürlich. Aber das ist so, Bruder. Anfang 2023 wechselt der 5-fache Weltfußballer des Jahres, Cristiano Ronaldo, überraschend in die Saudi Pro League. Sein Jahresgehalt bei Al Nassr beläuft sich auf 200 Millionen Dollar pro Jahr. Oh mein Gott, Bro. Ah. Ehrlich gesagt, für 500 Millionen würde ich auch einiges machen. Ja, aber weißt du warum? Weil du netto 1.900 Euro verdienst vielleicht. Das Ding ist, natürlich würdet ihr das alles machen. Aber ihr seid ja auch fucking arm wahrscheinlich. Oder zumindest im Kontext von Cristiano Ronaldo beschissen arm. Also im Kontext von Cristiano Ronaldo, dann bin ich auch arm. Cristiano Ronaldo ist für uns alle der Armmacher. Der macht uns arm. Und aus der Perspektive muss man das betrachten. Aus der Perspektive, dass jemand, der gut betucht ist und Millionen auf dem Konto hat, nicht den Hals genug voll genug bekommen kann, damit er dann nochmal einen Deal annimmt, der ihn noch 200 Millionen im Jahr reingibt. Und aus der Perspektive, Hurensohn, muss man sagen. Wirklich nicht cool. Wirklich nicht cool. Weil der ist reich.
Warum? Hä? Warum? Der ist reich, Digga. Der wird auch, das ist wirklich so, der wird auch nie arm werden. Warum muss man denn an der Stelle noch so einen fragwürdigen Deal annehmen? Das verstehe ich halt nicht. Die bestbezahlten Spieler der Bundesliga verdienen knapp über 20 Millionen Euro pro Jahr. In England und Spanien ebenfalls. Der Wechsel wird von vielen belächelt. Doch im Sommer ziehen dann etliche Fußballer nach. Karim Benzema, N'Golo Kante, potentially Bernardo Silva, Sergio Ramos, Riyad Mahrez, Ruben Neves. From Cristiano Ronaldo to Karim Benzema, to N'Golo Kante and now to Neymar. Die saudische Liga gibt 2022 knapp 43 Millionen Euro für Spieler aus. Ein Jahr später sind es fast eine Milliarde. Nur die Premier League investiert mehr. Gleichzeitig richtet Saudi-Arabien so gut wie jede Großveranstaltung aus, die sich für Geld kaufen lässt. Saudi-Arabia has been taking over the beautiful game since around 2018. For example, the Italian Super Cup has been hosted in Saudi-Arabia since then. And then a year later, the Spanish Super Cup started being hosted in the kingdom as well. Etliche Kampfsport-Events finden mittlerweile in Saudi-Arabien statt. Ja, Wrestling auch leider. Wobei ich die, wie heißen die, Crown? Ich glaube, das heißt Crown. Müssen die Kamera so weird. Diese Crown-Events auch nicht gucke. Also da bin ich raus. Erst vor wenigen Monaten hat der PIF das Jahrzehnt... Crown Jewel, genau, so heißt das Event, das ist totale Katastrophe. ...lange US-Monopol im Golfsport zerschlagen. Die PGA-Tour fusioniert mit der saudischen LIV-Tour. Das größte Sportevent der Welt... Wrestling ist auch schon verkauft, ja. Also die haben den Pay-Per-View halt bei den Saudis, ja. ...soll ebenfalls im Königreich ausgetragen werden. Saudi-Arabien. Hier wird voraussichtlich die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 stattfinden. Er ist sich UFC übrigens auch, ja. Aber das liegt daran, dass es in dieselbe Firma, derselben Firma gehört. TKO ist halt. Give me money! War schon sicher, auch wenn es die offizielle Wahl noch nicht gegeben hat. Auf den ersten Blick wirkt all das wie ein riesiges Verlustgeschäft. Saudi-Arabien gibt viel mehr Geld aus, als es einnimmt. Doch auf den zweiten Blick lohnen sich die hohen Investitionen. Für mich ist Saudi-Arabien das Katar 2.0 oder 4.0. Das ist Markus Harm. Er ist Sportjournalist beim ZDF und Experte für Korruption im Sport und in Sportverbänden. Seine investigativen Recherchen haben unter anderem zur Ablösung von Sepp Blatter als FIFA-Präsident beigetragen. Aktuell befasst er sich viel mit Saudi-Arabien. Die haben einen Staatsplan dahinter, die wollen den Fußball nutzen, um nicht den Fußball groß zu machen, um es ganz simpel runterzubrechen, sondern es ist einfach ein weiterer Versuch der autokratischen Führer des Landes, die miserable Menschenrechtsbilanz hinter den vergoldeten Vorhängen des Fußballs zu verstecken. Ja. Warte, oh Gott! Wo sind wir denn jetzt? Ach so, oh Gott, kurze Zeitreise gemacht. Ich dachte, was denn jetzt? Ach, Hitlers Olympiade. Oh ja, oh, cringe, oh ja. Deutschland hat die Olympiade. Ganz demokratisch, Digga. Oh, fuck. Bruder, die Parallelen. Bruder, ey. Huch. Die Parallele. Huch. Da wo, also, das war ein wilder Schnitt gerade. Das war ein nahtloser Schnitt. Ich weiß gar nicht, ob, oh mein Gott. Das war ein, Gucken wir da noch mal rein. German team as hosts come last, and then Germany's Führer declares the 11th Olympiad officially open. Digga, das wird auf jeden Fall Abzüge im Social Credit Score geben, ey. So sehe ich das. Ai, 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 ai. Das war schon, das wird
Das wird Abzüge im Social Credit Score geben, ey. Eine WM oder die Olympischen Spiele sind Gipfel für ausländische Staatschefs. Sportevents. Eigentlich fehlt noch Russland tatsächlich. Eignen sich gleichzeitig extrem gut, um das Ansehen eines Landes international aufzupolieren. Der Glanz einer Veranstaltung oder eines Spielers kann ein sonst schmuddeliges Image überstrahlen. Ronaldo hat mehr als 600 Millionen Follower auf Instagram. In seinen Posts äußert er sich nur positiv über das Königreich und den Kronprinzen. Es gibt keine kritischen Statements oder Posts zur Unterdrückung von Frauen oder Homos. Ich kann keine Sklaven sehen! Und keine Schwulen! Oh Gott! Sexuellen in dem Land. Ronaldo und seine Partnerin sind nicht verheiratet. Unverheiratete Paare dürfen laut saudischer Rechtsprechung eigentlich nicht zusammenleben. Für Cristiano Ronaldo wird aber eine Ausnahme gemacht. Ist ja auch für Cristiano Neymar Ronaldo. Kriegt bei Al-Hilal ein üppiges Gehalt von knapp 100 Millionen Euro pro Jahr. Oh, fuck, Bro. Obendrauf soll er pro positiven Insta-Post über die saudische Liga und das Königreich eine 500.000 Euro kassieren. Bruder! Oh Gott, Alter, da bleckt sich Bushido ja die Finger nach. Huh! Oh, oh Gottes Willen. Eieieiei, wäre Bushido mal Fußballspieler geworden, ey, dann wäre es aber ganz anders gelaufen mit Flair und so. Eieieiei. Doch das ist im Fall von Saudi-Arabien nicht alles. Sport soll die saudische Bevölkerung bei Laune halten. Es geht nämlich auch darum, über den Sport tatsächlich ja so ein bisschen den Menschen Brot und Spiele zu bieten. Das, was man vielleicht mit anderen finanziellen Annehmlichkeiten nicht mehr schaffen kann, versucht man jetzt über die großen Sportveranstaltungen zu schaffen. Also auch eine gewisse Identifikation, eine gewisse Unterhaltung, einfach auch eine gewisse Ablenkung. Dr. Sebastian Sohns ist Islamwissenschaftler und Experte für die Golfregion. Sportswashing, ladies and gentlemen. Oh mein Gott, ist das... Alter, das ist eine super harte Doku. Holy shit. Ich muss sagen, mein persönlicher Favorit war die Einblendung vom Gruß des Führers hin zu China, hin zu den Saudis. Alter Schwede. Hui, hui, das hat gebrannt. Das hat wirklich auf der Haut gebrannt. Insbesondere für Saudi-Arabien. Mehr als 60% der saudischen Bevölkerung sind jünger als 35. Das heißt, wir haben wirklich eine Generation oder mehrere Generationen, die sehr jung sind und die vor allen Dingen nicht mehr so leben und arbeiten können, wie das ihre Eltern gemacht haben. Gerade junge Saudis erwarten vom Königshaus moderne kulturelle Angebote und mehr Rechte. Seit einigen Jahren dürfen Frauen Auto fahren. Sie dürfen unabhängiger über ihren Job und ihren Wohnsitz entscheiden. Imagine, Digga! Und zum Beispiel in Bands spielen. Frauen dürfen in Bands spielen? Boah. Sie dürfen auch Stadien besuchen. Es Guess what? Gibt sogar eine Fußballliga für Frauen. Bin Salman kauft sich mit Fußball- und Sportevents den Zuspruch einer jungen, Krass. Sportbegeisterten Generation. Er versucht einen Spagat zwischen religiöser Tradition und westlicher Moderne, zwischen Repression und Fortschritt. Eine Art Öffnung light. Was allerdings wirklich kein Ziel ist, ist in Saudi-Arabien, ist tatsächlich die politischen Freiheiten zu stärken. Und das sieht man unter MBS sehr, sehr deutlich. Ein weltoffenes, modernes Volk gefährdet Bin Salmans Machterhalt. Mhm. Je mehr er sein Land öffnet, desto härtere Exempel scheint er zu statuieren. Immer wieder demonstriert er seine uneingeschränkte Macht über das Volk. Unter ihm hat sich die Menschenrechtslage im Land drastisch verschärft. Aber Frauen dürfen jetzt auch in Bands spielen. Aber wir werden schon mal gucken, dass sie die richtige Musik machen, ne? Mohammed bin Salman stützt seine politische Strategie eigentlich auf drei Pfeilern. Gesellschaftliche Liberalisierung, wirtschaftliche Diversifizierung bei politischer Repression. Durch die Saudi Pro League ist natürlich ein neuer Player auf dem Markt und dieser Player hat die Taschen voll Geld und vor dem muss man sich selbstverständlich in Acht nehmen. Die Saudis kommen mit extrem viel Geld, schütten die Spieler mit extrem viel Geld zu, schütten die Trainer mit extrem viel Geld zu. Für europäische Ligen wird es in Zukunft schwieriger, gut bezahlte Spieler zu halten. Gleichzeitig fließen hunderte Millionen Euro in europäische Ligen.
Der FC Bayern hat den Stürmer Mané letztes Jahr beispielsweise für 30 Millionen Euro an Al-Nassr verkauft. Andere Teams hätten vermutlich nicht so viel gezahlt. Trotz Superstars, modernen Stadien und den neuesten Kameras bleiben die Einschaltquoten der saudischen Liga gering. Die Liga an sich ist natürlich nicht zu vergleichen mit der... Also man stelle sich vor, ne, ich habe das ja zum Glück nicht. Zum Glück bin ich kein Fußballfan. Weil wenn ich Fußballfan wäre, dann würde ich ja auf Protestmärsche gehen, um die Kommerzialisierung des Sports, den ich liebe, vollkommen als Gegenbewegung aufzustellen. Diese massive Kommerzialisierung dieser Sportart ist ja auf einem Level, das ist ja nicht zu vergleichen mehr. Ich meine, das ist ja über alle Maßen Hochkommerz. Ne? Kapitalistischer wird's nicht. Bis unter die Stirn vollgepumpt mit Saudi-Geld. Das ist wirklich krass. Also da würde ich sagen, ich habe davon gehört, in Deutschland funktioniert das noch einigermaßen. Da wurden ja irgendwelche Lizenzrechte und TV-Rechte wohl an Investoren angeboten oder es wurde darüber gesprochen. Und Bruder, deutsche Fußballfans haben sich gesagt, nee, bitte nicht, ansonsten hau ich die aufs Maul. Und da hat er, ich würde mir vorstellen, dass der ein oder andere sportbegeisterte Fußballfan da richtig das geknallt hätte. Das hätte richtig geknallt. Das war richtig. Also den Leuten, das hat ihnen nicht geschmeckt. Das habe ich sogar mitbekommen. Und ich bin wirklich nicht in dem Fußballsport verankert, aber das habe ich sogar mitbekommen, dass die Investitionsgespräche dann irgendwann abgebrochen wurden. Grund dafür war übrigens im Kern, dass befürchtet wurde, wenn diese TV-Rechte und Lizenzrechte und auch Spielrechte dieser Liga irgendwo rausgegeben werden, dass man dann zu viel Einfluss auf auch andere Dinge hat, neben den TV-Rechten und so ein paar Sachen. Also ich habe das schon mitbekommen und ich dachte mir, Mashallah, gib den Kapitalisten Schweine auf den Sack. Gebt ihn auf den Sack, Alter. Gebt ihn. Gebt ihn richtig. Eieiei. Eieiei. Aber das ist schon, ich glaube, das ist jetzt so ein paar Monate her. Ne? Aber ich bin da raus. Ich verstehe gar nichts. Ich bin bei Fußball, bin ich raus. Habe ich nie verstanden. Ich habe keine positiven Erfahrungen mit Fußballfans gemacht. Für mich das alles scheiße. Ich habe das aber verfolgt und möchte den Leuten gratulieren, die da ihre Interessen durchgesetzt haben, weil das ja schon in die richtige Richtung geht. Bundesliga oder mit der spanischen Liga oder schon gar nicht mit der Premier League. Das Niveau ist ein anderes, die Stadien sind andere, die Bedingungen sind ganz andere. Es gibt zwar eine Fußballkultur, doch die Stadien sind oft leer. Wieso? Für viele europäische Spieler ist der Wüstenstaat trotz hoher Gehälter keine Option. Für junge, ambitionierte Talente bietet das Land nur wenig Perspektiven, sich sportlerisch weiterzuentwickeln und mit den Besten zu messen. Die Trainingsbedingungen sind aufgrund der hohen Temperaturen schlecht. Aktuell wechseln vor allem ältere Spieler nach Saudi-Arabien. Sie wollen am Ende ihrer Karriere scheinbar nochmal ordentlich abkassieren. Viele von ihnen sind unzufrieden. Superstars Karim Benzema und Neymar wollen einigen Medien zufolge nach nur wenigen Monaten in Saudi-Arabien wieder weg. Der Fußballer Henderson hat die Liga nach nicht einmal 6 Monaten wieder verlassen. Cash Grab, man könnte meinen, dass es da ausschließlich um die Kohle geht. Die Glaubwürdigkeit am Fußball und an den Institutionen des Fußballs lässt immer weiter nach und deswegen glaube ich, wird die Regionalität im Fußball immer mehr steigern. Also der Fan in Neukölln wird sich einen Verein in Neukölln suchen und nicht in Al-Ittihad oder in... Ja, es wird regionaler bleiben oder werden, ja. Jeddah. Ich glaube, dass Fans sich mit dem identifizieren, was ehrlich ist, was sauber ist, was ihnen nahe kommt und was ihren Werten auch entspricht und nicht, was die FIFA oder... Hat Saudi-Arabien nicht die Asian Winter Games 2029 gewonnen? Ja!
Sowas war auch. Warte. Asian Winter Games. Ja. Die Winterspiele 2029. Gewonnen. Das Ding ist, ich glaube, es gab keinen weiteren Bewerber. Und jetzt muss man mir mal ganz kurz erklären. Die Winterspiele 2029 bei den Saudis. Das wird unvorstellbar katastrophal. Ich glaube, das wird unvorstellbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie sie das gewuppt kriegen sollen, neben der Menge an Kunstschnee, die das wird, das, also, die werden doch nicht etwa auf die Idee kommen, da irgendwie mit Schneemaschinen im 30 Grad oder 35 Grad oder 40 Grad warm bei den, also das wird nicht, das werden die doch nicht machen. Das werden die doch nicht machen, so krank werden die doch nicht sein. Die werden doch nicht ihre Sklaven aus Indien einfahren und da ihre riesigen künstlichen Hallen bauen. Nee. Nee. Das werden die doch nicht machen, oder? Chat? Die werden doch jetzt nicht die nächsten 5 Jahre. Oh Gott. 2029, das wird wirklich wild. Klimaanlage an, yalla. Gib ihm. Eieiei, das wird wild. Also ich habe gerade geguckt, es stimmt tatsächlich. 2029 haben die Winter Games auch noch. Oh, Gottes Willen. Reiche Länder wie Saudi-Arabien Handschuhe produzieren. Ob bin Salmans Strategie rund um die Vision 2030 langfristig Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten. Hoffentlich nicht. Aber nicht, weil seine Ambitionen nicht funktionieren werden, sondern weil man merkt, dass das halt aus den falschen Gründen passiert. Boah, mal, also wirklich, das ist. Eieieiei. Wir hoffen, dass westliche Sportverbände in Zukunft mehr Rückgrat zeigen und sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Die saudische Teilnahme an globalen Events sollte ernsthaft an Bedingungen und Mindestanforderungen geknüpft werden. Oh ja. Ein Land. Was wie Mindestanforderungen? Aber bei uns dürfen Frauen Auto fahren und in Bands spielen. Hä? Wir sind ein freies Land. Dass die Todesstrafe für Regimekritiker und Homosexuelle praktiziert, sollte keine WM austragen dürfen. Ich glaube, dass Saudi-Arabien schon das erreicht hat, was sie erreichen wollten, und das in einem extrem kurzen Zeitfenster. Dann natürlich wollten sie Fußball in das Land bringen, die Saudi Pro League stärken, aber sie wollten primär auch die Fußball-Weltmeisterschaft 34 bekommen. Und ich glaube, wenn die WM dann gespielt ist, auch das sieht man am Beispiel Katar, dann lässt die das Interesse natürlich nach. Ja, das wird dann vorbei sein. Weil den Ankerpunkt, es hat ja den einzigen Ankerpunkt, den es hat, ist ja das Geld. Und wenn kein Geld fließt, verschwinden die Leute ja wieder. Und du kannst ja keinen künstlichen Ankerpunkt erschaffen wollen, wenn du ihn nicht nachhaltig ohne Geld finanziert kriegst. Tja. Have fun. Cheers. Ah, was war das? So. Okay. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wilder Ritt. Alarm! Geld löst zum Glück nicht alles. Also es scheint schon eine Menge Sachen zu lösen. Hier ist der Link zu dem Video. Sehr, sehr interessant. Ich verstehe das Problem nicht. Bayern München macht dasselbe wie die Saudis schon länger. Bayern. Wann hat das letzte Mal Bayern jemanden enthauptet? Also ich verstehe ja. Aber ich meine, Bayern München hat Geld und arbeitet halt mit den kapitalistischen Sachen dazu. Aber wann haben die denn das letzte Mal jemanden gesteinigt? Hat Bayern zufälligerweise die Proteste rund um das Kalifat in Hamburg unterstützt oder habe ich irgendwas verpasst? Das ist doch, das kannst du doch, also das ist ja wirklich ein wilder Vergleich. Also das kannst du ja nicht im Entferntesten zusammenbringen. Ich meine in Bezug auf Fußball, Spieler kaufen. Ach. Aber es geht ja nicht nur um Spieler kaufen,
sondern es geht darum, wer Spieler kauft und mit welchem Hintergrund und welche Nation das ist. Hä? Hast du das Video geguckt, Digga? Also, FC Bayern, die machen das ja auch. Hä? Digga. Twitch Prime is not a crime. Was? Das ist ja vollkommen wild. Das ist ja nicht mal am entferntesten zusammen. Streamst du den, guckst du das gerade in der Lackabteilung bei Obi, Digga? Das ist ja, das hat ja nie, das hat eine mit dem anderen ja nichts zu tun, jo. Ne? So. Lack beiseite legen, sage ich. Legt den Lack beiseite.